Moin Leute, was geht? Mein Name ist Videogamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zur GTA 5 Online. Und zwar heute mit dem Gizmo, ein Abonnent von mir, der in meiner PS4-Freundesliste ist. Also ich weiß nicht, ob er in meine Lobby reingejoint ist oder ich in seine Lobby reingejoint bin. Auf jeden Fall zocken wir heute mal ein bisschen GTA 5 und ja, da würde ich einfach mal sagen, Herr Gizmo, steigt doch mal aus. Oh, das ist eine geile Sniper. Aber leider keine Muni mehr. So, ihr seht schon Los Santos und Blaine County, dieses Randgebiet, ist total weiß. Genau. Ja. Und da hinten sind... Oh, da gehen wir jetzt rein. Oh, ich komme mit, Gizmo. Und das ist auf jeden Fall alles weiß. So, fertig jetzt. Ja, ich wollte mir einfach nochmal zu den Hackern so ein paar Worte dazu sagen. Also ganz ehrlich, mich hat das ja mal total angekotzt. Diese ganzen Hackerangriffe. Das war ja wirklich nicht lange, wo das PSN down war. Und irgendwie habe ich mitbekommen, dass die Hacker sogar gesagt haben, die haben gehackt, damit man Zeit mit Familie verbringt und so. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, natürlich gibt es auch Menschen, die die Familie vernachlässigen, weil sie einfach so viel zocken. Natürlich, das gibt's. Das sind richtig kranke Suchtis. Aber ich meine, was ist denn so schlimm daran, wenn man an Weihnachten GTA 5 zockt? Ne? Warum? Was ist daran so schlimm? Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Diese Hacker, das sind einfach nur ganz, ganz arme Leute. Ich meine... Nee, Mitleid darf man mit Hackern keine haben. Also sowieso nicht. Ne, die gehören also wirklich lebenslang in den Bau gesteckt. So. Jetzt wollte ich mal wissen, was hältst du von diesen Hackerangriffen? Hast du dich gefreut, als das PSN down war? Bei mir war es so, als ich mal down war, also als das PSN down war, hatte ich keinen Online-Zugang auf der PS4. Und was habe ich gemacht? Jo, ich habe mir einen schönen Film angeguckt. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, ne? Weil meistens, wenn ich Feierabend habe, mache ich meine PS4 an und zocke. Aber dann, als das PSN mal down war, für diese kurze Zeit, habe ich mir einen schönen Film reingezogen, was ich mir sonst nie reingezogen hätte, weil ich sonst immer 2-3 Stunden PSN gezockt hätte. Und ja, es hat auch etwas Gutes, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ihr seht, es ist schon alles schön hier. Warum kann ich hier keine Waffen ziehen? Lass mich mal aussteigen. Ich will mal was schauen. Und zwar, ob der Schnee auch schmilzt, wenn ich ein paar Cocktails dran schmeiße. Ja, zu GTA 5 wollte ich auch noch etwas sagen. Und zwar, ja, es ist immer noch ein fantastisches Spiel. Es macht immer noch viel Spaß, aber dass ich jetzt jeden Tag GTA zocke, das ist bei mir jetzt inzwischen auch nicht mehr so. Ich habe einfach schon mich satt gesehen, ne? Was ich mir natürlich wünschen würde, wären die Tiere im Online-Modus und dass der Singleplayer mal ein bisschen aufgewertet wird. Weil es kann ja nicht sein, dass es im Singleplayer keinen Mechaniker gibt. Kein Mechaniker, was ist das? Was ist denn das für ein Spiel? Im Online-Modus alles haben, ja, schön, toll. Aber natürlich wieder im Singleplayer kein Mechaniker. Nicht einfach mal so ein Auto rufen, geht alles gar nicht. Oder vom Heli abgeholt werden, nee, das geht nur in GTA 5 Online. Irgendwie, keine Ahnung. Nun ja. Jetzt habe ich mal eine Frage, was würdest du dir noch wünschen an Verbesserungen von GTA? Was würdest du cool finden? Jo, schreib's mal in die Kommentare. Jo, Gizmo, ich komme.
Oh ja! Das wäre auch cool. Warte. Wenn man die eigene, wenn man noch Musik reinpacken könnte in die Radiosender. Es gibt ja, wenn ihr GTA zockt, diese Radiosender, wenn man da noch die eigene Musik reinpacken könnte, wäre das absolut Hammer. Aber ich glaube, das geht ja irgendwie nicht. Ja, egal. Hey, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PlayStation 3. Und ciao. Bis dann. Machen wir noch einen Schneeball. Dafür geht ihr an irgendeine Erde. Och, Mann, jetzt funktioniert's nicht. Warum kann ich jetzt keinen Schneeball machen? Ich wollte euch eigentlich noch einen Schneeball zeigen. Da müsst ihr einfach nur auf die Kreuztaste links. Und dann könnt ihr einen Schneeball werfen. Funktioniert aber jetzt hier nicht. Ah doch. Ah ja, jetzt geht's. Ich würde mal sagen, die sind falsch angezogen. Tödliche Schneebälle. Dankeschön. Jo, frohes Neues, schreibt mir einer. Jo, moin moin, natürlich. Danke, danke. Knallhart. Haut rein, Mann. Haut rein.